Mann, es freut mich wirklich sehr, dass du mich noch liebst. Aber das muss aufhören. Bitte hör auf, jede Nacht die Mülltonnen umzuwerfen. Du kannst nicht einfach so mit den Kindern abhauen, obwohl ich dich nur ein, zwei Mal geschlagen habe. Tom, du bist frauenfeindlich und kriminell. Oh verdammt, wir sind auf Sendung. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema der Sendung. Charlie Sheen hat seinen Selbstfindungsprozess abgeschlossen und ist nun wieder zurück bei uns. Während Sie dieses Interview anschauen werden, werde ich versuchen, mit meinen wunderschönen Augen meinen kranken Ex-Freund Tom zu besänftigen. Danke fürs Kommen. Ich freue mich sehr, mit Ihnen reden zu dürfen, Charlie. Kein Problem, bin eh gerade arbeitslos. Also, musst du denn nicht arbeiten, um dein Brot zu verdienen? Ja, das hat meine Frau auch gesagt, bevor ich ihr den Kopf abgerissen habe und in den Schrank gestellt habe. Ja. Charlie, du weißt schon, dass du gerade den Mord an deiner Frau gestanden hast und das wird jetzt ein Gerichtsverfahren nach sich ziehen? Hm? Aus mit Feiern und Drogen und dem ganzen Alkoholkonsum? Wow, das trifft mich jetzt schon hart. Wegen einem gut gemeinten Tipp tötest du einfach so deine Frau. Na gut, man muss sagen, sie hat mich schon lange genervt. Immer räum das weg, räum dies weg. Ich sagte immer... Shut up! Oder... Shut up! Stop! Move forward! Aber Charlie, glaubst du, man kann Frauen wirklich so behandeln? Ja, das sollte man auf jeden Fall, wenn sie dir Wasser statt Bier bringt. Anschreien hilft auch dann gar nichts mehr, oder? Okay, Charlie, kommen wir nun zur nächsten Frage. Fragen, immer diese Fragen. Können wir nicht was Spannendes machen wie... Achterbahnfahren? Wie zum Teufel willst du hier Achterbahnfahren? Ach komm schon, wir sind doch hier auf einem Freizeitpark. Wir sind auf keinem Freizeitpark. Oh, ich verstehe das nicht. Draußen waren doch Trampoline und Trachterbahnen und alles Mögliche, worauf man Spaß haben kann. Das war alles Fake. Ja, das war alles Fassade. Alles Fake. Ich habe keine Ahnung, was eine Fassade ist. Aber auf jeden Fall möchte ich jetzt mit dir da runterfahren. Das ist alles Attrappen für einen Film, das weißt du. Nein, ich möchte jetzt keinen Film schauen. Ich möchte etwas Spannendes erleben, weißt du? Charlie, hast du Drogen genommen? Bitte, was soll ich denn mit Drogen machen? Drogen und ich sind wie Hänsel und Gretel. Wir haben rein gar nichts gemeinsam, meistens eigentlich. Dürfen wir dich nach einem Drogentest unterziehen, Charlie? Hm? Ein ganz normaler Drogentest, um festzustellen, ob du Drogen genommen hast. Was soll ich denn mit Drogen? Ich bin doch auch ohne Drogen cool. Charlie, hast du Drogen genommen oder nicht? Gehen wir nun zur nächsten Frage. Charlie, über. Ich stelle hier die Fragen. Hallo, ich bin Charlie Sheen. Okay, du bist auf Drogen. Ja, naja, aber jeder hat doch schon mal Bier getrunken, oder? Hey, Charlie, was trinkst du da? 10 Millionen im Bar für jeden von euch, wenn das nicht auf Sendung geht. Ist es klar? Für jeden?